Dann habe ich euch zwei Zeugnisse mitgebracht. Da schreibt uns jemand: Ich habe vor kurzem das Buch Getragen von Gnade gelesen. Und wer war schon wieder Autor? Ich weiß es gar nicht. Natürlich das Buch von Pastor Erich und Susanne van Hees. Ich habe vor kurzem das Buch Getragen von Gnade gelesen. Dank diesem Buch von Erich Engler ist mir vieles klarer geworden. Jeden Tag lese ich und meine Frau in der Bibel. Zurzeit in den Psalmen und anschließend in der Offenbarung. Meine Frau ist seit einem Jahr mit Jesus unterwegs, dank einem Besuch bei einer Zeltevangelisation. Und dem Lesen des Buches Glaube und Hoffnung sowie weiteren christlichen Büchern hat sie zum Glauben gefunden. Halleluja! Ich bin seit Kindheit gläubig, habe aber den Weg zu Gott erst vor wenigen Jahren gefunden. Ihr Buch ist eines der besten, das ich bisher gelesen habe. Ganz herzlichen Dank, Shalom, Friede sei mit euch. Halleluja! Also Bücher bewirken sehr viel. Und es ist wirklich so, ich habe im Urlaub, als wir in Dubai waren vor einigen Wochen, habe ich das Buch auch fertig gelesen von Pastor Erich. Und es ist wirklich so gut, einfach verständlich geschrieben. Die ganzen Prinzipien sind klar dargestellt, dass man sie eben gut einfach lesen kann und auch verstehen kann. Also Bücher sind halt schon etwas Wichtiges, auch bei uns, dass man sich eben verschiedene Sachen da zu Nutzen machen kann, zu eigen machen kann über das, was man liest. Dann schreibt uns jemand: Liebe Brüder, liebe Schwestern, vor 5 Jahren habe ich endgültig meinen Weg zu Gott gefunden und wurde im Glauben neu geboren. Die Internetkirche und ihre liebe Gemeinde waren mir immer eine Hilfe und Unterstützung. In schwierigen Situationen habt ihr für mich gebetet und alles wurde gut. Auch vor meiner Operation im Oktober letzten Jahres haben mir eure Gebete Kraft und Zuversicht gegeben. Und mein lieber Gott hat alles gut werden lassen. Es gibt noch viele Beispiele, die ich berichten könnte, wo mir unser Gott aus so manchen Problemen geholfen hat. Ich bin so sehr dankbar, dass der Herr mit mir ist und ich in der Gnade, der Liebe und im Frieden im Leib Christi leben darf. Wie ich euch schon schrieb, lebe ich seit vielen Jahren in Polen und es ist hier schwer, eine Gemeinde, wenn überhaupt, zu finden. Ich habe 2 Freunde gefunden, ein Deutscher und ein Niederländer, die Interesse am Glauben ohne Religion, der Wiedergeburt und dem Bund der Gnade haben. Bei den Gesprächen sind die Predigten und CDs unseres Pastors Engler eine Hilfe und Anleitung. Dankeschön. Da ich fast alle CDs, die ich von euch erhalten habe, weitergegeben habe, bitte ich, wenn die Möglichkeit besteht, mir nochmals welche zu senden. Meine Adresse würde ich natürlich senden. Anschließend möchte ich nochmals betonen, ihr seid und bleibt meine Gemeinde, auch wenn ich so weit entfernt lebe. Aber einmal werde ich euch besuchen kommen. Mit vielen lieben Grüße an die Gemeinde. Wunderbar. Menschen sind mit uns verbunden, auch wenn sie viele, viele Kilometer weg sind. Und da ist, preis dem Herrn, das Internet wirklich eine gute Sache. So können wir rausgehen. Und bei uns steht auf den CDs auch nicht das Copyright drauf, sondern Kopieren nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Also die Sachen runterladen, kopieren und verteilen, dass Menschen das Wort der Gnade empfangen können. Ist ganz wichtig. Aber es ist immer wieder schön zu hören, woher die Leute kommen, aus Südamerika. Wir haben jetzt auch gerade heute wieder eine Anfrage von dort erhalten, von Kuba, Osteuropa und so weiter. Also wir sind überall mittlerweile gut verknüpft. Schön. Dann habe ich euch ein Wort mitgebracht zur Saat- und Erntezeit. Und zwar, wir sagen ja immer, es gibt kein Wohlstandsevangelium, das wissen wir. Es gibt das Evangelium der Gnade, so wie es der Paulus beschreibt. Wir sagen aber auch, dass Wohlstand oder Reichtum ein Resultat der Gnade ist, dass das kommt. Und ich habe einige Stellen gefunden, die eben sehr schön aufzeigen, dass wir nicht dem Geld hinterher sein sollen oder dem Reichtum, sondern der Gnade
oder eben auch demütig sein sollen, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Gehen wir zuerst zu Sprüche. Sprüche 3, die Verse 13 bis 17. Sprüche 3, 13 bis 17. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Also hier spricht die Person davon, dass wir, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dass dieser Erwerb oder das Erlangen der Weisheit eben größer ist als alle Schätze und Gelder, die wir kennen. Und jetzt kommt Vers 16. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Vers 17. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Also interessanterweise ist hier geschrieben, dass aller Gelderwerb und der Gewinn eben nichts mehr oder nicht mehr so viel Wert hat, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind oder wenn wir eben Weisheit und Einsicht erlangt haben. Aber im Vers 16 lesen wir, in ihrer Rechten ist langes Leben und ihrer Linken ist Reichtum und Ehre. Also Reichtum und Ehre kommt in dem Moment, wenn wir zur Einsicht und Weisheit gelangen, also unser Leben mit dem Herrn führen. Sprüche 22, die Verse 1 bis 4. Ich dachte, das wäre wahrscheinlich ein Unikum in der Bibel. Aber Sprüche 22, 1 bis 4 bestätigt uns das. Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum und Freundlichkeit ist besser als Silber und Gold. Reiche und Arme begegnen einander. Der Herr hat sie alle gemacht. Amen. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich, aber der Unverständige tappt hinein und müssen es büßen. Der Lohn der Demut und der Furcht oder eben auch Ehrfurcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Also langes Leben, das wir gelesen haben, in der Rechten und in der Linken Reichtum und Ehre. Also wenn wir uns demütigen vor dem Herrn und eben unsere finanziellen Angelegenheiten als nicht mehr so wichtig deklarieren, dann ist eigentlich Finanzen das Resultat davon. Oder Reichtum, es geht ja nicht nur um Geld. Reichtum kann verschiedene Aspekte unseres Lebens haben. Demütigen unter das Wort Gottes ist für uns sehr herausfordernd, weil wir da nicht immer eins sind mit unseren menschlichen Verständnissen über die Dinge, die der Herr eben sagt. Aber das sind jetzt natürlich beide Stellen gewesen aus dem Alten Testament. Gehen wir mal kurz zum Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Hier spricht der Paulus, Ermahnung für wohlhabende Gläubige. Vers 17, denn Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete ich nicht, hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Vers 18. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Hier beschreibt der Paulus eigentlich genau nochmal dasselbe. Wir sollen nicht dem Geld hinterherjagen. Aber er schreibt auch, wenn wir uns demütig verhalten in diesen Angelegenheiten, der Herr wird uns alles darreichen zum Genuss. Und ich habe mir überlegt, ja, was heißt das? Weil genießen kann ich ja eigentlich erst, wenn der Bedarf, der Minimumbedarf, das Überleben abgesichert ist. Genuss kommt danach. Also der Herr versorgt uns, dass wir alles haben, was wir brauchen zum Leben und er gibt uns so viel, dass wir es genießen können. Und wenn man eben
nicht mehr den Fokus auf den eigenen geschaffenen Reichtum hat, sondern auf Gott gerichtet ist, ist Reichtum nicht mehr so wichtig im Leben. Geld, Finanzen, materielle Werte sind nicht mehr so wichtig. Man fokussiert sich auf andere Dinge. Und wenn wir diese Stellen lesen, es gibt noch einige mehr, ist Reichtum und Ehre der Lohn für die Demut unter dem Herrn oder wenn wir seinem Wort nachgehen. Wir sollen uns also nicht auf den Reichtum konzentrieren. Es gibt ja auch die Stelle, wo Jesus mit dem reichen Jüngling spricht, geht genau in dieses Thema hinein. Der Jüngling fokussierte sich auf seinen Reichtum und verpasste deswegen eigentlich den größeren Reichtum, den er gehabt hätte, wenn er mit Jesus sein Leben weitergeführt hätte. Also wir fokussieren uns nicht auf Finanzen oder auf unseren Reichtum, aber es ist etwas, was kommt, wenn man mit dem Herrn unterwegs ist. Weil wir einen Gott haben, der uns versorgt und eben nicht nur an die Grenzen versorgt, so genau knapp, was wir alles benötigen, sondern er versorgt uns dahingehend, dass wir es auch genießen können und somit auch Überfluss haben. Amen. Amen. Steht doch bitte auf, wollen wir dem Herrn unsere Gaben bringen. Danke, Vater, für alles, was wir geben dürfen. Danke, Herr, dass du uns versorgst, dass du uns auch lehrst, mit Finanzen umzugehen, mit unserem Reichtum, mit unseren materiellen Werten umzugehen, dass du uns helfen kannst, unsere Einstellung in die richtigen Wege zu leiten. Danke dürfen wir wissen, dass du ein guter Gott bist, der uns versorgt, der uns gibt zum Genuss, der uns nicht nur einfach das Nötigste zum Überleben gibt, sondern alles, was wir in unserem Leben auch brauchen und es genießen dürfen. Herr, wir loben und preisen dich dafür, wir danken dir für alles, was du schon getan hast, was du tust und alles, was du noch tun wirst in unserer Zukunft, Herr. Amen. Amen. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen hier zu diesem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Wunderbar, seid ihr hier. Ich hoffe, ihr habt das Abendmahl jetzt genossen und den ersten Kraftschub bereits schon erhalten. Für die zweite Stunde. Es ist auch schön, dass wir gemeinsam das Abendmahl nehmen können und uns der Herr Kraft schenkt. Ich kann euch jetzt schon sagen, ihr werdet nach der zweiten Stunde noch mehr Kraft haben. Halleluja. Praise the Lord. Und ich brauche heute die Weisheit, dass ich nicht zu schnell rede und zu fest Gas gebe, weil sonst hat unser Übersetzer eine Herausforderung. Wir haben nämlich eine Übersetzungsanlage geschenkt bekommen und können jetzt auf Englisch übersetzen zum Beispiel. Das ist unsere Hauptsprache, die wir übersetzen und das ist jetzt der Fall. Also wir danken ganz, ganz herzlich. Wir sind wirklich hier gesegnet worden als Gemeinde. Vor kurzem bekam ich von Pastor Erich einen Feedback für eine Aussage, wohl gut gemeinte Aussage, die ich gemacht hatte. Wir sind uns gewöhnt in der pastoralen Leitung, dass wir uns Feedback geben, weil daraus können wir lernen. Es braucht natürlich dazu auch eine gewisse Demut. Und er sagte mir auf die Aussage, du hast jemandem viel Glück gewünscht. Ja, das macht man so. Oder? Ist euch sicher auch schon passiert, dass ihr jemandem sagt, hey, viel Glück für die Prüfung oder viel Glück für irgendetwas. Sagt er, nicht unbedingt gläubig. Weil wir glauben nicht ans Glück, oder? Seht ihr das? Also, gut gemeinte Aussage. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn wir das ersetzen. Die Frage ist, mit was? Wie sollten wir es ersetzen? Ihr merkt es, es geht um Gottes Gunst. Es ist besser, wenn wir jemandem sagen, hey, ich wünsche dir Gottes Gunst und Segen, der auf dir liegt und dass du jetzt diesen Segen bekommst. Die unverdiente Gunst. Abraham hat das auch schon gelebt. Und ich möchte euch im Hebräer 6, Vers 13 bis 15, zwei, drei Verse, die ihr schon sehr gut kennt, und Pastor Erich hat sehr viel darüber schon gepredigt,
möchte ich hier einsteigen. Beim 13 lese ich vor. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Andere Übersetzungen sagen hier, ich will dich mit Segen überschütten. Einfach das Bild, das hier der Herr braucht. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Pastor Rehich hat den ersten Teil sehr breit, haben wir in den Predigten darüber gesprochen und wir werden jetzt auf den letzten Vers eingehen, nämlich die Aussage, wo es darum geht, und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Wir können sagen, ja gut, das war Abraham. Der hat sie bekommen, der wurde gesegnet und gesegnet und gesegnet und hat gewartet und gewartet. Ja, wir wissen, er hat lange gewartet. 25 Jahre hat er gewartet. Man kann sagen, die Tugend der Gläubigen in Jesus Christus ist Geduld. Die Frage an euch. Verfügt ihr diese Geduld schon? Voll? Voll? Oder gehört ihr auch den Club, wo wir noch ein bisschen Geduld brauchen könnten? Diese Frage wollen wir jetzt ein bisschen genauer auf den Zahn fühlen, im Sinne von, es geht nämlich um Geduld, Harren, Warten auf die Verheißungen Gottes. Und wir leben in einer Instant-Kultur, sofort, jetzt, und alles schnell. Und im Reich Gottes geht es anders. Aber er ist treu. Er ist sehr treu seinem Wort. Und das möchten wir natürlich jetzt genauer anschauen. Und ich stellte mir dann die Frage, ja, wie sieht es denn aus? Ich habe gerne Vorbilder. Also Abraham ist ein Vorbild, der hat 25 Jahre gewartet, bis er Nachwuchs bekam und war schon sehr alt. Aber wie ist es dann mit unserem Vater? Ich sage natürlich locker, ja klar, er ist geduldig. Und ich suche dir ein Beispiel. Ich suche dir ein Beispiel aus der Bibel. Wo zeigte unser Vater uns gegenüber sehr viel Geduld? Den Menschen gegenüber. Und wir gehen ganz am Anfang in den ersten Mose hinein. Dort gibt es eine Geschichte, die ihr alle kennt. Noah baut die Arche. Aber da steht ein Name vorher, Methuselah. Er wurde früher geboren, vor Noah. Und sein Name bedeutet, wenn er stirbt, kommen sehr viele Wasser. Jetzt müsst ihr das euch einfach so auf der Zunge vergehen lassen. Also wenn er stirbt, kommen sehr viel Wasser. Und dieser Methuselah hatte eine wesentliche Rolle gespielt vor der großen Sintflut. Und wir gehen in 1. Mose 6, 7 und 8, glaube ich, ist es. Ja, oder 5. Fangen wir bei 5 an. Dann schauen wir mal, ob das stimmt. Jawohl. Genau. Ja, was hat der Herr entschieden. Und wahrscheinlich hat er diese Entscheidung gefällt, bevor Henoch seinen Sohn Methuselah taufte. Also das ist einfach so im Vorfeld. Oder? Und wenn er stirbt, kommt sehr viel Wasser. Und da ist die Entscheidung vom Herrn, als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Praise the Lord, hat er nach der Sintflut versprochen und er ist treu, dass er das nie mehr tun wird. Und wir lesen es im Gnadenbewusstsein und nicht mehr im Sündenbewusstsein. Das haben wir das letzte Mal gemerkt. Also das war die Entscheidung Gottes. Warum hat er sich so entschieden? Wenn wir im Vers vorher lesen, finden wir dort Göttersöhne und Töchter. Die Göttersöhne, in der Hinweis, Fußnote steht dann irgendwelche Engelsgestalten und es gab dann daraus Riesen, die haben die schönen Frauen genommen. Und natürlich eine
Nachwuchs gemacht dafür. Sie wollten, das war die Strategie des Teufels, natürlich verhindern, dass der Sohn Gottes auf die Welt kommt. Also der Teufel verunreinigte die ganze Menschheit mit diesen Engelsgestalten, abgefallenen Engeln. Und das war der Entscheid Gottes, der er gefällt hat und sagt, mache ich, ist fertig, ich muss da einen Schlussstrich ziehen. Jetzt schauen wir doch einmal hinein in diese Situation, Methuselah kommt auf die Welt und wie da mit den Generationen und Henoch, das habt ihr sicher auch gesehen und ich möchte gerne die erste Folie. Jetzt diejenigen in der vorderen Reihe können die Zahlen lesen, ich habe es probiert, die hinten brauchen einen Feldstecher, ich werde es erklären. Wenn ihr diese Folie anschaut, habt ihr einen roten Strich, das ist der Moment, wo Henoch entrückt wurde, roter Strich. Er war der erste Mensch, der entrückt wurde, in der Bibel beschrieben. Und vorher seht ihr den ganzen Stammbaum, also jeder schwarze Balken ist ein Name, beginnt bei Adam. Also Adam seht ihr die ganze Länge seines Lebens und dann Sem und so weiter. Und vor Henoch seht ihr Jared und dann kommt Henoch und dann kommt Methuselah. Und wenn ihr das genau anschaut und die Längen dieser Balken genau vergleicht, merkt ihr, aha, interessant. Da gibt es lange und es werden immer kürzer. Im gleichen Kapitel sagt uns der Herr auch, dass wir zukünftig 120 Jahre alt werden. Ich bestehe darauf, dass ich 120 Jahre alt bin und euch noch lange dienen kann. Halleluja. Also, das ist die Zusage. Also, da wurden sie in dieser Zeit noch viel älter. Okay. So, das ist die Ausgangslage. Jetzt müsst ihr schauen, während als Henoch entrückt wurde, war sein Vater noch lebend. Sein Großvater war lebend, sein Urgroßvater, sein Urgroßvater und sein Urgroßvater lebten alle noch. Das ist die Situation. Und er hatte den Sohn Methuselah und seinen Enkel Lamech. Also die lebten alle. Das ist die Situation. Jetzt müsst ihr vorstellen, jetzt geht Henoch. Er war ein Prophet und plupp, ist er weg. Das ist sicher für all diese Generationen ein spezielles Erlebnis, es hat große Diskussionen in diesem Stammbaum gegeben. Also das nimmt man nicht einfach hin. Henoch war nicht so alt. Also vielleicht war er 300 Jahre alt, oder? So. Aber Henoch hat seinen Sohn Methuselah getauft. Und Methuselah hatte bereits auch schon einen Sohn, als Henoch ging. Und alle wussten, das ist ein Prophet, und er hat einen prophetischen Namen gewählt. So. Und dann kam Sem auf die Welt, Noah kam erst nach der Entrückung auf die Welt und wir sehen jetzt, wie das weitergeht. Es sterben dann alle Großväter und Urgroßväter und Urgroßväter. Henoch ist weg, Methuselah lebt und dann Lamech kurz vor der großen Sintflut stirbt. Oder? Jetzt lebt noch Methuselah. Aber alle wussten, wir können noch einmal zurückspulen, wenn Methuselah einen Husten hatte, und vielleicht krank im Bett lag. Alle wussten, wenn der stirbt, dann kommt eine große Wassermenge. Es war also verunsichernd für diese Leute. Da kam sicher Unruhe auf, oder? Also er wurde immer wieder gesund und gesund. Jetzt wisst ihr, wie alt das er wurde. Er wurde 969 Jahre alt. Er war der älteste Mann in der Bibel. Gibt keinen Eltern. Also Gott wartete und wartete und wartete und hoffte, dass irgend noch etwas passiert und Umkehr stattfindet. So wartet er auf uns, dass wir diese Umkehr machen und uns ihm zurichten und zuwenden. In Güte und Barmherzigkeit hat er sehr viel Geduld. Also wir haben ein tolles Vorbild, unser gnädiger Vater, der mit uns sehr viel Geduld hat. Ja, wie ist es denn, natürlich ein Beispiel hier, wie ist denn das mit uns Menschen? Haben wir diese Geduld? Leben wir diese Geduld? Und wo finden wir Beispiele in der Bibel, wo wir diese Geduld wirklich auch sehen? Und wir gehen dazu in die Geschichte vom 1. Samuel, in den ersten Kapitel, Vers 1 und 2. Und steigen dort ein. Für den Übersetzer, wir werden da diese Verse jetzt schön durchziehen, also ganz locker, einer nach dem anderen. Und es war ein Mann aus Ramathaim, Zophim, vom Bergland Ephraim, der hieß Elkana. Ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elius, des Sohnes Tohus,
des Sohnes Zufs, eines Ephratiters. Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Johanna, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Da waren zwei Frauen. Die eine hatte Kinder und die andere hatte keine Kinder. Welches Bild kommt uns in den Sinn? Abraham, oder? Abraham, gleiche Situation. Sarah, keine Kinder und Magd, hä? Wie heißt sie? Hilf mir. Hagar, danke, manchmal geht's weg, hä? Dann kommt es wieder, danke für die Unterstützung. Die hatte Kinder. Also eine ähnliche Situation. Früher überlas ich diesen ersten und zweiten Vers und sage, okay, diese Namen, interessant, cool. Und habe weitergelesen. Unterdessen weiß ich, dass jeder Name, und das wisst ihr auch schon, die Bibelstudenten sowieso, was bedeuten dann diese Namen, die wir hier im Vers 1 und 2 lesen? Und das gibt uns schon bereits einen ersten Hinweis darauf, in welchem Kontext steht das Ganze. Schauen wir uns einmal die Folie 2 bitte, diese Namen, die da vorkommen, ein bisschen genauer an. Ramathaim, Zophim, ist der Ort, wo der Elkanah herkommt. Das ist, heißt Höhe. Schon einmal interessant. Ephraim, Ephratiter, das sind Einwohner von Bethlehem. Okay, können wir auch schon weiterdenken, was das bedeuten könnte. Jetzt kommt der Vater Jerocham von Elkanah, der heißt, er wird geliebt. Elkanah, von Gott in Besitz genommen. Also noch viel intensiver, nicht nur geliebt, sondern in Besitz genommen. Elkanah war ein Levit aus dem Geschlecht Kahats. Das war der zweite Sohn des Levis. Und dann kommt Hannah. Hannah heißt Begnadigte. Jetzt läuten die Glocken schon ziemlich stark. Und jetzt schaut noch Peninna. Was Peninna heißt? Peninna heißt Koralle, Steinkoralle, die Kalk einlagert. Es gibt auch noch Weichkorallen, aber hier geht es um Steinkorallen. Was ziehen wir für einen Schluss daraus? Das ist phänomenal. Die Bibel ist so genial. Oder? Wir haben hier wieder das Bild von der Gnade von Hannah, die Gnade verkörpert, von Elkanah, der den Glauben verkörpert, er war ein Mann des Glaubens, und Peninna, das Gesetz. Wiederum ein ähnliches Bild. Und so können wir hier in diese Geschichte einsteigen und gehen jetzt in den 1. Samuel 3 bis 5. Also 1. Samuel, 1. Kapitel 3 bis 5. Und ich lese weiter. Jetzt gehe ich auch zum 1. Samuel und ich möchte hier vorlesen, dass wir da... etwas Zeit schinden für die, die die Bibel sehen wollen. Wir bleiben auch hier in der Bibel. Also ich lese weiter von Vers 3. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus der Stadt, um dem Herrn der Herrscher anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Damals war der Tempel in Silo. Es war auch so, dass die Bundeslade damals dort zuerst gelagert wurde. Also der Tempel war in Silo. Und er ging Jahr für Jahr in den Tempel. Das heißt, er war ein gläubiger Mann und er suchte den Herrn Jahr für Jahr. Dort aber, worin Hophni und Phinehas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Also sie waren dort, diese Priester, wir gehen nicht auf die Priester jetzt ein, die waren nicht unbedingt gute Vorbilder, also dem Volk ging es nicht gut unter ihnen, lassen wir die mal auf der Seite. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. So weit, so gut. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Also wir merken hier, Elkanah hatte eine andere Beziehung zu Hannah als zu Peninna. Ein ähnliches Bild Hagar und Sarah. Er merkte, Hannah strahlte Liebe aus. Hannah hatte etwas in sich, das anders war. Hannah, genau, richtig, habe mich nicht versprochen. Im Gegensatz zu Peninna. Und er gab ihr den doppelten Anteil Opfer. Also er bevorzugte sie, weil er spürte, da ist etwas anderes. Im Vergleich zu Peninna. Wenn wir jetzt weiterlesen,
in Vers 6 und 7 wird es ganz spannend. Da lesen wir: Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkendem Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hat. Jetzt kommt es noch einmal. Jetzt möchte ich hier einen kurzen Stopp machen. Wenn wir diesen Vers, Mutterleib verschlossen, der Herr hat den Mutterleib verschlossen, mit dem Sündenbewusstsein lesen, dann denken wir, wir haben einen strafenden Gott. Oder? Wenn wir aber mit dem Gnadenbewusstsein diesen Vers lesen, dann merken wir, da stimmt etwas nicht. Und ich möchte hier ganz klar zum Ausdruck bringen, dass nicht der Herr, unser liebender Vater, der Leib verschlossen hat, sondern der Teufel hat das gemacht. Also es ist sein Werk und nicht das Werk von Gott, obwohl es hier so steht. Und das ist ganz, ganz wichtig, diese Botschaft vom letzten Sonntag von Pastor Erich war für mich der absolute Eye-Opener im Sinne von, hey, ich habe gemerkt, da stimmt etwas nicht, aber ich konnte es nicht festhalten. Mit dieser Brille im Gnadenbewusstsein, wir haben einen guten, liebenden, gnädigen Vater, der uns alles gibt und uns beschenken und segnen will, und Jesus hat alles bezahlt für uns, wenn wir so die Bibel lesen, kommen wir auf solche Stellen, fallen wir nicht rein. Sondern wir realisieren, aha, das ist nicht mein Herr, das ist nicht mein liebender Vater gemeint. Sondern im Kontext ist es der Teufel. Also wir lassen uns das Bild des liebenden Vaters und des guten Herrs, der uns segnet und segnet und segnet, nicht nehmen durch eine solche Stelle. Früher legte ich das einfach auf die Seite, dachte, irgendwann zeigt mir dann der Herr schon, was da los ist. Also ich hatte bewusst mich geschützt, mein Bild vom guten, liebenden Vater zu zerstören. Indem ich einfach gesagt, ich verstehe das nicht, ich lasse mir das Bild nicht zerstören. Jetzt, in diesem Vers, wir lesen jetzt noch weiter, und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Hause des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie, dass sie weinte und nichts aß. Also diese Peninna kränkte Hanna ziemlich intensiv. Wo haben wir das Bild genauso? Hagar mit beiden Söhnen Ismael und Isaac. Genau das gleiche Bild. Ismael kränkte Isaac ziemlich stark. Also genau das gleiche Bild hier an dieser Stelle. Nichts anderes. Interessant ist, wenn wir das hebräische Wort von Widersacher anschauen, heißt das Nebenfrau. Seht ihr das? Der Herr ist absolut genial. Also wahrscheinlich hat auch hier Elkana seine Magd geheiratet, weil er verzweifelt war mit Hanna. Gleiche Situation. Und er hatte vielleicht zu wenig Geduld. Kann sein. Aber er merkte, hier stimmt etwas nicht. Er war sich das bewusst. Und jetzt denkt euch einmal in Hanna hinein. Jedes Jahr, sie geht jedes Jahr mit Elkana, ihrem gläubigen Mann, hoch nach Silo. Jedes Jahr, wir finden nicht heraus, wie viele Jahre das dauerte hier, steht nicht in der Bibel, wurde sie von Peninna gekränkt und gehänselt. Und jetzt müsst ihr die Folgen vorstellen, was in der Seele von Hanna abging. Heute könnte das in etwa so tönen, ja, dein Mutterleib ist verschlossen, weil da ein Generationenfluch auf dir liegt. Zum Beispiel. Oder du betest zu wenig. Solltest noch ein bisschen mehr beten. Oder, ja, weißt du, wahrscheinlich glaubst du zu wenig. Kennt ihr das? Sehr verletzend. Sehr verletzend. Also die Seele von Hanna war wirklich stark gekränkt durch diese Situation. Aber sie folgte ihrem Elkana konsequent nach Silo. Das ist die Ausgangslage. Praise the Lord.
Wir haben einen gnädigen Vater, einen geduldigen, gütigen Vater, der uns nicht den Leib verschließt an die Frauen, die vielleicht noch keine Kinder haben. Es ist nicht der Herr. Er segnet euch garantiert. Und der Segen kommt ganz sicher. Diese Zusage steht auf unserem Leben. Praise the Lord. Und wir sind so dankbar dafür, dass er eben diese Zusage in der Bibel sichtbar machte gegenüber Abraham. Ich will dich mit Segen überschütten und dich reichlich mehren. Das gilt für uns. Aber ihr könnt jetzt vorstellen, was die Hanna durchlebte. Mit jedem Mal wurde sie wieder daran erinnert, dass sie keine Kinder hat. Und das war eine Schmach für eine Frau damals, keinen Sohn zu haben. Es war ganz schlimm, keine Nachkommen zu haben in dieser Gesellschaft. Weil der Nachkomme, ein Sohn, war der Schlüssel für das Weiterführen der ganzen Sippschaft. Sie wurde also jedes Mal erinnert daran mit Peninna. Und jetzt merkt ihr auch, Peninna, das Gesetz, greift die Begnadete an. Gesetz greift immer Gnade an. Das kommt überall vor. Wir können das immer wieder lesen und wir kommen unter Druck mit solchen Aussagen. Also ihr ging es nicht gut. Jedes Mal, wenn sie dort hochging, ging es ihr sicher nicht gut. Wir lesen jetzt weiter und gehen zu Vers 8. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Sie aß nie etwas, wenn sie da nach Silo ging. Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Der Mann merkte, Elkana merkte, dass da irgendetwas nicht stimmt mit seiner Frau. Aber er brachte es nicht auf die Schiene. Er dachte, es liegt an mir. Und schaute auf sich. So wie Hanna auch auf sich schaute, runterschaute und sagte, mein Leib ist verschlossen. Ich bekomme keine Kinder. Also beide schauten auf sich und fragten sich, bin ich schuld daran? Elkana gegenüber seiner Frau, dass es ihr nicht gut geht. Er merkte, sie ist anders als Peninna. Aber er brachte es nicht auf die Schiene. Das beschäftigte beide. Hanna wie auch Elkana. Vielleicht war Hanna sogar eine Persönlichkeit, die alles in sich hineingefressen hat, nichts gesagt hat, nicht darüber gesprochen hat, dass Peninna sie immer kränkt. Vielleicht hat sie das nicht gegenüber Elkana zum Ausdruck gebracht. Wir wissen es nicht. Aber Elkana verstand nicht, warum seine Frau so betrübt war. Wir lesen weiter, 10 und 11. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Also das Schauspiel wiederholte sich immer wieder und sie suchte immer wieder den Herrn. Und auch der gläubige Elkana ließ nicht nach, immer wieder nach Sila zu gehen. Konsequent. Wir wissen nicht, wie lange das dauerte da. Und im Vers 11, sehen wir den Vers 11, super, steht, und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr, der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deine Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Was macht jetzt Hanna in ihrer Verzweiflung? Sie versucht, den Herrn mit Werken ihr gegenüber gütig zu machen. Und gnädig. Also sie versucht, den Herrn zu beeinflussen und sagen, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann gebe ich ihn dir. Aber schenk mir bitte einen Sohn. Unverdiente Gunst ist eben unverdiente Gunst. Und der Herr schenkt, ohne dass wir etwas tun. Also hier versucht sie, den Herrn zu beeinflussen. Sie bittet natürlich im tiefsten Herzen, in ihrer Seele, dass sie endlich einen Sohn bekommt. Also in diesem Gebet hat sie garantiert, aus tiefster Überzeugung heraus, den Herrn gebetet, hey, hör meine Bitte, bitte schenk mir einen Sohn. Das war ihre Not.
Und sie gibt noch einen drauf, indem sie sagt, hey, ich gebe ihn ihr dann. Jetzt, was heißt das? Mit dem Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das ist ein Nazirenergelübde, das finden wir in der Bibel auch, wo wir einen Menschen dem Herrn widmen und weihen, und er darf während der Zeit, wo er eben das Haar nicht geschnitten wird, muss er heilig leben. Er darf keinen Traubensaft trinken, nach jüdischem Gesetz. Er darf keine Trauben essen. Er darf keinem Toten begegnen. Und er muss wirklich ganz ein heiliges Leben führen. Das war das Nazirenergelübde, nicht so heißt es. Genau. Also sie versuchte, den Herrn gut zu stimmen, zu ihren Gunsten. Etwas passiert. Sie betet also dort, weinend, betrübt, in Silo und wird natürlich im Tempel beobachtet. Wir gehen weiter zu Vers 12 und 13. Genau. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, das war der Vater von diesen zwei Priestern, die wir vorher bereits gehört haben, wo haben wir sie da? Elis Priestersöhne, Hophni und Phinehas, die ja nicht einen guten Job machten, aber Eli war schon sehr alt. Also er sah die Hanna beten und sie betete, ohne dass sie wirklich laut sprach in ihren Sorgen, und er verurteilte die Hanna, sagt, hey, die ist betrunken. Mach die da, oder? Eli war schon von der alten Garde, schon sehr alt und am Abnehmen von seinen Kräften, und widerspiegelte hier natürlich auch die verurteilende Gesetzeshaltung, die wir immer wieder kennen von Priestern oder eben Pharisäer. Also er verurteilte, ohne zu wissen, was beschäftigt diese Hanna. Er sagt, die muss betrunken sein, wenn ich dir so zuschaue. Und genau so steigt er jetzt ins Gespräch ein. Wir lesen Vers 14 und 15. Okay, super. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Bumm. Vater Grad, sage ich jetzt so, oder? Eine knallharte Verurteilung von Eli in dieser Situation. Auch wieder, er ist ein Gottesmann. Eli ist auch in dieser Lebensphase ein Gottesmann. Und Gott nutzt auch ihn jetzt zum Werkzeug für Hanna. Und das ist wirklich toll. Er kann auch uns Pastoren, wenn wir einen Mist erzählen, ich sage es jetzt so deutlich, deutsch und deutlich, wenn wir eben nicht ganz alles in der Bibel richtig interpretieren und im Kontext gelesen haben, kann er daraus trotzdem etwas Gutes machen. Und ihr geht gestärkt nach Hause. Das ist unser Vater. Und das macht er hier auch. Also Eli in einer Härte gegenüber Hanna, die ihr sicher nicht gut ankommt in dieser Phase. Jetzt lesen wir weiter. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Hanna hat jetzt den Mut, und das hat sie sicher viel gebraucht dazu, gegenüber diesem Gottesmann ein anderes Bild zum Ausdruck zu bringen. Sie sagt, hey, halt, ich bin überhaupt nicht betrunken. Halte mich nicht für eine Frau des Teufels. Belias steht hier als Bild des Teufels. Also sie gibt dem Eli eine Antwort, die ihm sagt, hey, halt, stopp, falsch, deine Verurteilung ist nicht richtig. Oder? Und das brauchte Mut zu dieser Zeit. In der patriarchalischen Welt nicht ganz einfach. Auch heute übrigens noch nicht ganz einfach. Wir brauchen hier Weisheit, das gut sagen zu können. Ja, wir lesen weiter, was jetzt passiert. Vers 16 und 17.
Den Vers 16 sollte ich noch... Ah, das habe ich schon gelesen. Okay, 17 und 18. Entschuldigung, sehr gut, 17 und 18, perfekt. Herzlichen Dank. Wir lesen weiter. Da antwortete ihr Eli und sprach. Jetzt spricht Gott durch Eli. Sagt, geh hin im Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr so traurig aus. Da ist jetzt etwas passiert. Wir bleiben einmal beim Vers 17. Wo lesen wir diese Aussage genau gleich? Geh hin im Frieden im Neuen Testament. Ihr kennt die Stellen. Habt ihr sicher schon gelesen, x-mal darüber gestolpert. Sie kommt hier im Alten Testament, im 1. Samuel vor und sie kommt im Neuen Testament, Lukas 57 vor. Und später noch Lukas 8, 48. Gehen wir zu Lukas 57. Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin im Frieden. Welche Situation ist das? Dort, wo die Sünderin ins Haus kommt, sie hat den Herrn gesucht, wo Jesus Christus war, mit Pharisäern und seinen Jüngern, und sie spendete das Jardeöl, das sehr teure Jardeöl, und rieb Jesus ihre Füße ein, seine Füße ein und trocknete mit ihrem Haar. Das ist diese Situation. Warum tut sie das? Weil sie eine Offenbarungserkenntnis hatte, dass Jesus Christus ihr alle Sünden vergeben hat. Das hat sie gecheckt. Und sie kommt in dieser Haltung, hey, mir ist alles vergeben worden. Und hier alles vergangen, gegenwärtig und zukünftig. Das war die Aussage von Jesus Christus. Dir sind alle Sünden vergeben. Und sie kam und investierte, ich sage es jetzt einmal so, und gab aus tiefstem Herzen Jesus die Ehre und salbte seine Füße. Und Jesus gibt ihr auf den Weg, geh hin im Frieden. Genau die gleiche Aussage. Also sie erlebte diese Sünderin, die totale Vergebung, hat es gecheckt, aber ihr Umfeld nicht. Weil sie konnten mit dem nichts anfangen und sagen, hey, wie kommt das, dass die das macht und das kostet ja so viel. Es wäre ja gescheiter, wenn man das teure Sardenöl noch anderen gibt. Ihr kennt die Stelle. Ein Kapitel später, 8, kommt die gleiche Situation wieder mit der blutflüssigen Frau. Auch wieder Jesus sagt, ich glaube, 48 ist es, glaube ich, bin nicht sicher, sagt genau das Gleiche. Geh hin im Frieden. Nachdem sie Jesus Christus gewandt, berührte und total geheilt war. Und die totale Vergebung bekommen hat. Das ist wunderschön. Also auch wieder die gleiche Situation. Sie hatte eine Offenbarung und hat es gesehen. 48. Ja? Geh hin im Frieden. Cool. Also diese Aussage sehen wir mal im Neuen Testament und im Alten Testament. Wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder zurück zu 1. Samuel. Wieder die gleichen Verse. Ich bleibe noch dort, die wir vorher gesehen haben. Geh hin im Frieden, Vers 17 und 18. In diesem Moment, als Hanna diese Aussage von Eli hörte, passiert etwas in ihrem Herzen. Sie erinnert sich an ihre Namen, die Begnadete, und gibt die Antwort Eli auf das, was er sagt, geh hin im Frieden. Deine Bitte hat der Herr gehört, oder? Antwortet sie jetzt wunderschön. Schaut mal das an. Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Sie realisiert, tack, Gnade. Und wie geht sie raus? Mit einem strahlenden, voller Energiegesicht und ist eine andere Frau. Also in diesem Moment sah sie, dass sie begnadet wurde und sah sie im Glauben, dass sie eben diese Bitte, die sie dem Herrn geäußert hat, wird erfüllt. Aber
Sie war noch nicht schwanger. Wohlverstanden. Sie nahm im Glauben die Verheißung, die Eli jetzt aussprach. Er war das Sprachrohr Gottes für Hannah in diesem Moment. Nahm sie und sagt, das ist mein. Ich bekomme Nachkommen. Das ist hier die Aussage. Sie wartete und wartete und wartete und wartete und ging jedes Jahr zum Tempel und bat den Herrn. Und das Schöne ist, der Herr hört unsere Bitte. Ich bin überzeugt, dass Hannah nicht nur in diesem Jahr diese Bitte im Gebet äußerte. Sie wiederholte diese Bitte sicher Jahr für Jahr. Sie blieb dran und harrte auf den Herrn und schaute auf ihn und ließ nicht nach. Aber da macht es Klick. Etwas passiert ihr im Herzen. Tack! Und sie nimmt es mit in ihrem Herzen und sagt, das ist mein. Es ist, glaube ich, Matthäus 7, 22, bin ich sicher, muss nicht schauen, wo wir die Zusage bekommen vom Herrn, alle eure Bitten werde ich euch erfüllen. Alle. Und zwar nicht nur einzelne. Nicht nur eine, die ich jetzt gerade habe und die vielleicht noch mit dem Mord übereinstimmt. Nein, alle Bitten, die ihr dem Herrn zum Ausdruck bringt, hört er und er wird sie uns erfüllen. Das Wort ist treu. Der Herr ist treu und er lässt nicht nach. Warum? Weil er mit uns einen Bund geschlossen hat. Beziehungsweise der Bund wurde geschlossen zwischen ihm, dem gnädigen Vater, und Jesus Christus für uns. Und dieser Bund verpflichtet unseren Herrn, unsere Bitten zu hören und uns diese zu erfüllen. Amen. Praise the Lord. Dieser Bund, der Gnadenbund, der Herr hat für uns alles getan. Jesus Christus ist der Bund, auf den wir uns berufen können. Die Verheißung steht. Wir sind Erbe von diesem Bund. Praise the Lord. Und dieser Bund ist zugunsten von uns. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir waren nicht dabei. Gottes Entscheidung war es, diesen Bund zu machen mit Jesus Christus für jeden Einzelnen von uns. Und die Zusage steht auf unserem Leben, dass jede Verheißung, die in diesem wunderbaren Buch steht, uns zusteht. Amen. Und nochmals, Elkanah und Hannah haben sicher gewartet und lange gewartet. Und es wurde real. Und auch das ist eine Zusage, die wir hier entnehmen können für uns. Eine wunderbare Geschichte, Abraham und Sarah, eine wunderbare Geschichte, Elkanah und Hannah. Und wir lesen weiter, wie es weitergeht. 1. Samuel 19 bis 20. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Sie gingen zurück auf die Höhe. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah und der Herr gedachte an sie. Also wir sehen jetzt, auch Elkanah realisierte, jetzt ist etwas passiert mit ihr. Es war auf ihrem Gesicht spürbar, sichtbar, die Herrlichkeit Gottes lag jetzt auf ihr, weil sie diese Verheißung von Gott durch Eli annahm in ihrem Leben und sagte, die ist mir. Ich lasse sie nicht mehr aus den Händen gleiten und ich habe einen Namen, der heißt die Begnadete und der Herr hat mich begnadet. Praise the Lord. Sichtbar
auf dem Gesicht. Und es geht weiter. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Wir sehen also hier, sie hält jetzt ihr Gelübde und sagt, jawohl, der gehört dem Herrn. Das kommt jetzt dann gleich noch, oder? Also, und sie bekam auch, sie hätte auch ohne dieses Gelübde unverdiente Gunst eben ihren Sohn bekommen. Sie hat gebetet und gebittet und der Herr hört jede unsere Bitte. Und sie brauchte aber diese Zusage vom Wort Gottes da. Wir haben keinen Eli mehr, der uns ins Leben spricht als Prophet. Wir haben das Wort Gottes, der durch den Heiligen Geist uns direkt ins Herzen sprechen kann. Und wenn wir die Offenbarung wirklich im Herzen wahrnehmen und wir das sehen, dass er für uns ist, dass er uns alles gibt, was wir bitten, wenn wir das wirklich festmachen können in unserem Herzen, dann wird das Realität. Und es wurde hier mit Elkanah und Hannah eben auch Realität. Jetzt muss ich meinen Speck nehmen. Ich habe den Notnagel habe ich hier drin in meiner Tasche, wenn ich den Faden verliere. Genau, jetzt gehen wir zum Römer 5, 1 und 2. Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zur Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Hier sehen wir im Römer, was eigentlich mit Hannah passiert ist. Sie hatte in diesem Moment, als sie diese Zusage vom Eli im Herzen einschloss und sagte, hey, hab Gnade mit deiner Magd, hat sie diese Gnade angenommen vom Herrn, hat geglaubt, dass diese Gnade ihr gehört und dass sie gesegnet wird und ging im Frieden nach Hause. Und ihr Mann merkte es und ihr Umfeld sah es, dass die Herrlichkeit Gottes auf ihr lag. Also den Frieden von Jesus Christus, der er uns gibt, hat er ja auch ausgesprochen noch vor dem Kreuz, hat es dann uns zugesagt, dass er uns diesen Frieden überlasse. Liebe, Frieden, Freude und die Herrlichkeit überlässt er uns. Und Hannah hat dies jetzt gepackt im Glauben. Das ist der Auslöser. Sie hat diese Verheißung, die sie bekommen hat durch das Wort Gottes, hier das Spruch Rachor Eli, eben angenommen, für sich in Anspruch genommen. Und sie war überzeugt, jetzt keine Sekunde mehr, dass sie das zweifelt, dass sie da keinen Sohn bekommt. Also hier, das ist die Stelle, die sie erlebt hat. Und wir können heute eben genau das Gleiche tun mit diesem Wort. Und deshalb ist es gut, wenn wir hier das Wort hören und vielleicht nochmals hören und die gleiche Stelle nochmals hören und plötzlich etwas anderes sehen und dann macht es tack. Und dann haben wir die Verheißung im Herzen erschlossen und wir nehmen sie in Anspruch im Glauben und die Gnade wird fließen und wir werden gesegnet, gesegnet und nochmals gesegnet. Praise the Lord. Wir gehen zurück zu 1. Samuel. Und zwar ist es jetzt, glaube ich, ja, Kapitel 2, 8 und 9 ist es, glaube ich. Genau. Was macht jetzt Hannah? Hannah hat es im Herzen ergriffen und beginnt den Herrn zu loben und zu preisen und zu danken dafür. Ein ganzes, fast ein halbes Kapitel, wenn wir das Ganze lesen, wir nehmen nur einen Teil davon, sehen wir, was für eine Haltung das jetzt Hannah einnimmt. Diese Haltung nehmen wir automatisch ein, wenn wir diese Gnade, diese unverdiente Gunst erkennen, was er uns geschenkt hat. Wir werden automatisch den Herrn danken. Wir werden automatisch Dinge nicht mehr tun, die wir vorher getan haben, aus Liebe zu ihm. Genau gleich wie die Sünderin, die ganz viele Sünden hatte und zu Jesus Christus kam. Sie hat es gecheckt, dass ihre Sünden vergeben wurden. Und sie wird
wahrscheinlich ein neuer Mensch gewesen sein in diesem Moment. Hanna auch. Und sie, jetzt müsst ihr das einmal lesen, wie sie den Herrn lobt und was da rüberkommt. Das ist genial. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, das betrifft Hanna, aus dem Kot erhört er den Armen, damit er sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. In diesem Moment hat sie alles losgelassen, als sie erkannt hatte, was ihre Verheißung ist. Und wenn wir diese Gunst wirklich erschließen möchten, lasst los. Sie musste auch loslassen, das Gelübde, sie hielt es, aber es war nicht nötig. In dem Moment ließ sie los vom Blick auf sich, auf ihren Unterleib und erhöhte den Blick zum Herrn und lobte ihn und pries ihn und sie hatte ganz eine andere Haltung und es war wirklich sichtbar in diesem Moment. Und aus dieser Haltung heraus, wir wissen nicht, wie lange das es jetzt gegangen ist, bis sie dann wirklich schwanger war. Das wissen wir nicht. Vielleicht musste sie diese Haltung länger einhalten, aber sie erkannte es und sie hielt fest und harrte und wartete, bis die Verheißung Realität wurde. Das ist hier diese Botschaft. Das ist absolut genial. Jetzt schauen wir, was passiert. Schauen wir, was passiert. Jetzt kommt es in Realität. Samuel aber diente vor dem Herrn und der Knabe war in einem leinenen Ephod umgürtet. Also sie gab jetzt, nachdem sie ihn entbunden hat, von der Mutterbrust gab sie Eli Samuel, wie sie versprochen hat. Also sie hat ihr Versprechen gehalten. Nichts anderes, sie gab den Erstling dem Herrn. Sag es noch einmal. Sie gab den Erstling dem Herrn. Und jetzt das Ephod. Das ist ein leinenes Untergewand. Merkt ihr das? Samuel trug bereits schon Leinen. Wort für Gerechtigkeit, oder? Und was brachte die liebe Mutter Hanna aus tiefster Liebe immer jährlich neu, weil der Samuel wuchs und wuchs und musste wieder ein neues Obergewand haben. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Obergewand und brachte es ihm Jahr für Jahr mit, den sie mit ihrem Mann hinaufgibt, und das jährliche Opfer darzubringen. Das Obergewand, wir wissen jetzt es nicht hier, war vielleicht blau. Oder? Gnade. Aber er bekommt immer Jahr für Jahr ein neues Obergewand. Und es geht weiter. Und Eli segnete Elkanah und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Gegebenen, den sie dem Herrn übergeben hat. Und sie kehrten nach Hause zurück. Jetzt kommt eine nächste Zusage. Bumm! In ihr Leben, wiederum durch Gottes Sprachrohr, direkt ins Leben von Hanna. Hey, du wirst gesegnet. Noch mehr Nachkommen. Und jetzt müsst ihr schauen, was die Hanna und der Elkanah bekommt. Wir lesen weiter. Und der Herr suchte Hanna heim und sie wurde schwanger und sie gebar noch 3 Söhne und 2 Töchter. Hä? Und der Knabe Samuel aber wuchs heran bei dem Herrn. 5. Halleluja. Oder? Sie wurde gesegnet nochmals mit 5, weil sie ihr Gelübde einfach eingehalten hat und den Erstling dem Herrn gegeben hat. Praise the Lord. So ist der Herr. Er segnet uns und segnet uns und segnet uns. Die Zusage steht. Wirklich toll. Was passiert jetzt mit Samuel? Was denkt ihr? Das berührt mich natürlich ganz besonders und wir lesen dazu den Vers 26. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und an Gunst, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Ich kann euch sagen, diesen Vers lese ich natürlich für mich persönlich. Ja? Und der Pastor Samuel nahm immer mehr an Alter zu und Gunst sowohl bei den Herren und auch bei den Menschen. Praise the Lord. Das ist mein Spruch. Und ihr könnt das auch tun. Die Bibel ist so persönlich. Das ist unser Buch. Eine Liebesgeschichte mit euch. Setzt eure Namen ein. Und das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung, die ich gepackt habe. Ich sage, hey, ich kann dem Herrn dienen.
und ich diene ihnen mit Liebe euch gegenüber. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier stehen darf, weil es ist eine Gnade, die ich bekommen habe. Und er nahm zu an Gunst. Jetzt, wenn wir dieses Bild von Samuel und seinen Eltern nochmals genauer betrachten, wir nehmen jetzt noch einmal die Lupe. Seid ihr noch bereit, um noch etwas zu erfahren? Einfach, der Herr im Wort Gottes ist absolut mega genial. Alles hat seinen Platz. Alles. Wir haben gelesen. Hanna heißt Begnadigte. Elkana heißt der von Gott in Besitz genommene. Und sie kommen aus Bethlehem. Was ist das für ein Bild? Seht ihr das? Ein Bild für Maria und Josef. Und Samuel, ein Bild für Jesus Christus. Er nahm an Gunst zu, je älter er wurde, und er nahm auch Gunst zu beim Herrn und bei den Menschen. Was ist mit Jesus Christus passiert? Genau das gleiche Bild wieder. Jesus Christus wurde mit 30 aktiv. Er wartete, er wusste, wer er war, und wartete auf die Verheißung, die auf ihm stand. Er erkannte, dass das ganze Alte Testament, 1. bis 5. Mose und alle Propheten von ihm sprachen. Er wartete, bis er seinen Dienst aufnahm. Und er nahm zu an Gunst beim Herrn. Genau das gleiche Bild. Also, wir sehen auf jeder Seite im Alten Testament Jesus Christus, praise the Lord. Und hier ein schönes Bild von ihm. Also nichts anderes, und es stimmt wunderschön, natürlich nicht in der Perfektion von Jesus Christus war Samuel, er hatte auch seine Fehler, ich auch übrigens, das gehört dazu, wir Pastoren sind nicht mit ohne Fehler los, also auch wir machen Fehler, da stehen wir dazu, deshalb brauchen wir Feedback, das ist wichtig. Also, und der Herr spricht uns auch ins Leben direkt und gibt uns Feedback, praise the Lord. Euch auch, oder? Also wir sehen hier das Bild von Jesus Christus in Samuel, genau das gleiche. Der Herr hat uns alles geschenkt. Wir leben heute nicht mehr zu dieser Zeit von Elkana und Hanna. Nicht mehr. Wir brauchen keine Propheten mehr. Wir leben nach dem Kreuz. Der Heilige Geist spricht direkt in unser Leben. Und wenn wir hier lesen und Verheißungen erkennen darin, dann sind die uns geschenkt. Wir sind Erbe von all diesen Verheißungen da drin. Und das können wir in Anspruch nehmen im Glauben und im Harren und im Warten und sagen, praise the Lord, du hast es hier zugesagt und ich stehe darauf. Und manchmal ist es gut, wenn wir auf das Wort Gottes stehen. Sagen, ich stehe darauf und bleibe so lange, bis die Verheißung Realität wird. Und unsere Bitten werden alle gehört. Praise the Lord. Das ist der Herr. Und das begeistert mich. Und ich könnte noch länger darüber predigen, aber ich merke, die Zeit ist um. Aber ich hoffe, ihr habt noch mehr Kraft, die zu euch kommt und wird zu euch kommen. Und ich möchte zum Abschluss mit euch beten. Und zwar gemeinsam beten, für eine ganz tolle Verheißung, die uns auch zusteht, aus dem Jesaja. Und ich habe gesagt, ihr werdet noch mehr Kraft bekommen als nach dem Abendmahl. Ja, ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt aufstehen. Lieber Vater, wir kommen jetzt zu dir, in der gleichen Haltung, wie Hanna zu dir gekommen ist. Und wir stützen uns auf deine Zusage der Gnade, der unverdienten Gunst, die du wirklich groß über uns ausgießen willst. Du willst uns überschütten mit deinem Segen. Und wir können es kaum erfassen, weil es ist ein Stückwerk und bleibt ein Stückwerk aus unserer Sicht. Du öffnest uns, lieber Vater, immer wieder neu, durch dein Wort, den Zugang zu dir. Dass wir Offenbarungserkenntnis haben und diese Verheißungen, die du uns geschenkt hast, wirklich auch sehen können.
Und wir wissen, dass du dein Wort treu einhalten wirst. Und dass du uns segnen wirst und von Segen zu Segen führen wirst. So kommen wir alle mit unseren Anliegen und Bitten jetzt zu dir. Im Glauben an Jesus Christus, dass du jeden Einzelnen von uns in diesem Raum erhörst. Auch das ist für uns etwas, das wir nicht erfassen können, dass du alle Bitten auf einmal hören kannst. Und so hast du uns in deinem Wort Jesaja 40, 31 zugesagt, aber die auf den Herrn harren, warten, 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 kriegen neue Kraft, Herr, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Diese Verheißung nehmen wir. Und ich bitte dich, dass du diese Kraft, diese neue Kraft auf diese Gemeinde ausschüttest, dass du sie jetzt diese Kraft erfassen können und mit hinausnehmen können. Und wir wissen, dass du das gemacht hast mit Abraham, mit Sarah, aber genauso mit Elkana und mit Hannah, und wir stützen uns auf diese Zusage, dass du treu bist und alle unsere Bitten hörst. Und wir legen jetzt in der Stille einen Moment unsere ganz persönlichen Bitten dem Herrn hin. Lieber Vater, wir wissen, dass du ein humorvoller und witziger Gott bist. Und auch wenn wir jetzt eine ganze Liste von Bitten dir unterbreitet haben, für jeden einzelnen Punkt ein Ja darauf liegt und du uns das soeben geschenkt hast. Ob es eine Bitte war oder viele Bitten, spielt keine Rolle. Und wir wissen, dass wir ohne dich nichts tun können und verlassen uns auf dich. Im Harren wirst du uns neue Kraft schenken. Halleluja. Wir nutzen diesen Moment gleich noch, lasst die Köpfe noch geneigt und schließt eure Augen. Ich weiß nicht, wer hier im Raum ist, vielleicht das erste Mal eine solche Botschaft von Jesus Christus gehört hat. Wer das zum ersten Mal gehört hat und innerlich spürt, da ist etwas, das ich ergreifen möchte, eine Verheißung, die mir zusteht, dass ich in Beziehung zu Jesus Christus kommen kann, der soll jetzt diese Chance wahrnehmen und sagen, ich möchte mein Leben Jesus Christus übergeben, dass ich den Zugang habe zu all diesen Verheißungen, die ich als Erbe erschließen kann von unserem liebenden Vater, die er uns schenken möchte. Wer das jetzt auf dem Herzen hat und spürt einen Zug, ein Bedürfnis, das wirklich jetzt zu tun und sein Leben aus tiefstem Herzen dem Herrn zu übergeben, der soll doch das zeigen, mit Hand erheben und die Köpfe bleiben geneigt. Wer spürt diesen Zug, dass Jesus Christus jetzt einen Fluss nehmen kann und darf in meinem Leben? Warte noch einen Moment, lasst diesen Moment nicht aus euren Händen gleiten. Jesus Christus ist euch wohlgesinnt. Er möchte so tiefst im Herzen eine Beziehung mit euch. Ja, wer möchte diesen Entscheid fällen? Okay, ja, ich danke für die Hand, ich sehe die Hand, herzlichen Dank, super. Ja, lasst uns gemeinsam ein Gebet machen, das ich mit kurzen Sätzen vorsprechen werde und ihr könnt es laut wiederholen. Und wenn ihr das schon lange nicht mehr getan habt, dann tut es mit mir und helft mich und unterstützt mich in diesem Gebet. Lieber Vater, ich komme jetzt zu dir
und übergebe mein Leben dir, Jesus Christus. Du hast alles für mich bezahlt. Du gingst für mich ans Kreuz, damit ich Zugang zu dir und zum liebenden Vater habe. Du hast alle Schuld für mich bezahlt, damit ich in Liebe und schuldfrei zu dir in den Thronsaal kommen kann. Ich danke dir, lieber Vater, für diese Möglichkeit, die du mir gegeben hast. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Praise the Lord. Ja, ich hoffe, ihr habt volle Kraft jetzt, genügend für den Sonntag. Ich kann euch sagen, diese Kraft, die ihr dann holt beim Bad draußen oder Sonnenbad im kühlen Wasser, im Wasserbad habt ihr am meisten Kraft. Nehmt das mit in die Woche. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Segen um Segen um Segen liegt auf euch. Praise the Lord. Adi miteinander.